Es ist irgendwie wie Weihnachten, wenn man ein Geschenk bekommt, ein Weihnachtsgeschenk, und man weiß schon, was drin ist, muss es nur noch auspacken. Es ist nicht nur Weihnachten, es ist Weihnachten und Neujahr, weil es sind ja zwei Spieler heute dazugekommen, die ganz grosse Qualität haben. Und natürlich ist es für den Trainer ein hervorragender Tag, wenn es so läuft, wie das heute Morgen war. Was sind die Qualitäten dann nochmal von Miralem Soleimani? Ja gut, das haben wir gewusst, das hat sich nur bestätigt heute im ersten Training. Er ist ein technisch sehr versierter Spieler mit seinem linken Fuß, extrem torgefährlich und hat natürlich auch Zug nach vorne, wo er immer wieder versucht, das Goal zu suchen oder den Assist zum Goal. Und das ist das genau, was wir wollen und was wir von ihm auch verlangen diese Saison. Da bin ich überzeugt, dass er uns unterstützen kann. Und der Loris Benito? Ja, Loris Benito ist ein altbekannter in der Schweiz. Er ist nach dem Köpsig nach Portugal gewechselt und hat dort leider nicht so viel zum Einsatz kommen, aber ich bin überzeugt, dass der Loris da bei uns wieder zu alten Stärken zurückfinden könnte. Und das wird ein bisschen ein Zeitchen brauchen, aber für das haben wir die Vorbereitung. Und er mit seinen Qualitäten, mit seinem Dampf, wissen wir, was er kann. Aber vor allem für mich wichtig ist er als Persönlichkeit. Er ist eine riesige Persönlichkeit. Er hat schon in seinen jungen Jahren früh müssen Verantwortung übernehmen und das merkt man sofort. Und das ist vor allem das, was uns weiterbringen wird. Hast du jetzt die Mannschaft zusammen zum Meister werden? Ja gut, die Mannschaft ist jetzt mehr oder weniger zusammen. Da müssen wir jetzt den Freddy Bickel fragen, ob er nochmal irgendeine Überraschung hat. Das wäre natürlich dann Weihnachten, Neujahr und Ostern dazu. Aber die Mannschaft ist mehr oder weniger zusammen. Und wie weit wir dann kommen, ich hoffe so weit wie möglich. Aber das werden wir sehen im Verlauf von dieser Saison. Ja, Loris Benito, zurück in der Schweiz. Jetzt müssen alle Marder Schiss haben. Ja, ich glaube, seit das in Thun war, sind die Marder im Berner Oberland weg. Nein, also wegen Marder bin ich nicht angekommen. Wegen was denn? Ja, zum Fußballspiel natürlich. Also ich bin der Meinung, ich habe einen der schönsten Jobs der Welt. Und wenn man den nicht ausführen kann und nur muss gezwungenermaßen ein bisschen zuschauen, dann wird man wieder mal einen Ball in den Füßen haben. Du sprichst die letzte Saison, 6 Spiele hast gemacht, immerhin eins in der Champions League. Aber das ist natürlich viel zu wenig. Ist das sicher viel mehr erhofft? Ja, es war nicht nur ein Hoffen, es ist auch eine Erwartungshaltung, die ich an mich selber habe, dass ich mich durchsetze, egal wo ich bin. Es war ein sehr lehrreiches Jahr. Persönlich auch, ich finde, es war durchwegs ein positives Jahr. Weil ich sehr viel mitnehmen kann. Und ja, jetzt kommt der nächste Step. Also du bereust nichts, dass du nicht in der Schweiz geblieben bist, sondern auf Portugal gegangen bist? Keine Sekunde. Was hast du das Gefühl? Hast du jetzt ein Training gemacht mit IB? Was ist möglich mit dieser Mannschaft? Ja, ist klar. Mitunter im Grund war auch die Ambitionen vom Verein. Ich denke, man kann mit dieser Mannschaft und mit diesem Umfeld sehr viel erreichen. Es ist das erste Training, es ist noch früh zu sagen, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und der Trainer weiß, was wir machen. What is the first impression you have of the trainings here? I need to say, before I came to the stadium, I was really excited because it's something new in my career, new club, new teammates, new technical staff, and I need to say also that I'm very happy because they give me a very warm welcome. How was it to play on plastic? I played before on plastic, you know, not every day, but I play a lot, especially in Holland, and is nothing new for me, and training by training I will get used to it. I think the moment now in your career is quite crucial. Really, I don't feel really pressure on myself because I know who I am and what I can. And for me it's important to have good preparation and after that to start the season from the first game. So isn't it kind of a new start of your career here in Bern? Yes, it's a new start. New club is the new start for sure. And of course you need to work hard to show why you are here. What is your personal ambition in Bern? My personal ambition are always high. So that means champion? For the moment, after first day, it's not good to speak about the goals, about champion. I would like first to meet all of the guys here and to have good preparation with them and to be ready for a season, and after we will speak about all of this.